Bevor das Video beginnt, wünsche ich euch allen auf jeden Fall nochmal ein frohes neues Jahr 2014. Ich werde im Video wahrscheinlich auch nochmal sagen, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Habt ihr euch Vorsätze gemacht? Ich habe mir keine Vorsätze gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch Vorsätze gemacht habt. Auf jeden Fall ja. Wünsche ich uns allen, wie gesagt, ein tolles, frohes neues Jahr 2014. Und ja, das wollte ich noch schnell gesagt haben. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zum Weekend-Vlog für dieses Wochenende. 36? 37? 6, egal. Es war meine letzte Ferienwoche, leider. Und die habe ich genutzt, indem ich zu meinem Vater gefahren bin, wie jedes Jahr. Und davon möchte ich euch natürlich wieder erzählen. Und was ich aber gleich mal zu Anfang anmerken möchte, was ich ganz schön unfair finde, ist, dass ich einen Bekannten habe in Baden-Württemberg und der hat am Montag frei. Ich habe am Montag nicht frei. Er hat irgendwie frei, weil er irgendwie Tag der drei heiligen Könige ist oder so. Ich habe nicht frei. Ich will auch frei haben. Also nach dem, was ich euch jetzt wahrscheinlich gleich alles erzählen werde, könnt ihr bestimmt gut nachvollziehen, dass ich auch sehr gut noch eine Woche Ferien vertragen könnte. Ja. Habt ihr auch am Montag noch frei? Müsst ihr schon zur Schule? Habt ihr noch Ferien? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Kann ich mich ärgern, weil ihr alle noch Ferien habt. Ich nicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir wieder zugefahren. Erstaunlicherweise ist dieses Mal nichts Außergewöhnliches passiert. Ich glaube, wir hatten nicht mal Verspätung. Das ist fragwürdig, aber naja. Und das erste Mal, also auf der Hinfahrt, hat mein kleiner Bruder mich sozusagen mit abgeholt. Also sind dann alle drei gefahren, mein Vater, meine Stiefmutter, mein kleiner Bruder. Und haben mich dann halt abgeholt und dann, also sie kommen ja mit dem Zug dann von... Ja, doch, von Falling hierher und dann, also nach Neubrandenburg und dann von Neubrandenburg wieder zurück nach Falling. Und ja, also wie gesagt, keine Zwischenfälle, ich habe nicht meinen Koffer vergessen, niemand hat uns angequatscht oder so. Es ging eigentlich alles recht glatt und auch zur Zugfahrt wieder zurück, wo ich dann später nochmal dazu komme, ist eigentlich auch nicht wirklich was passiert. Das war nämlich ein bisschen komisch und ein bisschen schade, weil ich natürlich auch gerne wieder was zu erzählen gehabt hätte. Aber ich habe ja auch so schon genug zu erzählen. Und ja, Samstag waren wir dann da gegen 8 rum oder so. Und den Lukas erstmal ins Bett gebracht und dann ist, glaube ich, nicht mehr großartig viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Dart geguckt haben. Also mein Vater und meine Stiefmutter sind ja doch recht große Dart-Fans. Also ihr wisst ja bestimmt, was Dart ist. Dieses, wenn man diese Scheibe hat da und dann hat man diesen Dart-Pfeil und dann macht man so und dann trifft man möglichst irgendwo hin, wo es viele Punkte gibt. Wir haben bei uns ein E-Dart zu hängen. Aber E-Dart finde ich irgendwie nicht so gut, weil der Dings dann immer abprallt. Aber eigentlich verstehe ich gar nichts von Dart. Also von daher sollte ich lieber den Mund nicht so voll nehmen. Auf jeden Fall finde ich es doch immer auch recht spannend, diese Turniere da dazu zu gucken und so. Und zufälligerweise war gerade die Weltmeisterschaft, glaube ich, sogar. Und die ist, also die haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, haben wir die am Samstag noch geguckt? Also ich glaube, wir haben am Samstag ein Stück geguckt, dann haben wir am Sonntagabend, am Montagabend geguckt, am Dienstagabend war ja Silvester und am Mittwochabend war ja dann schon das Finale. Und unser Favorit hat auch gewonnen, auch wenn ich teils für den anderen auch ab und zu mal war. Aber Van Gerben war es dann letztendlich doch, der es rausgehauen hat. Und da war ich auch doch relativ froh. Und ja, das haben wir dann auf jeden Fall abends irgendwie immer gemacht. Und man stellt sich, also ihr stellt euch jetzt vielleicht vor, wie kann man vorm Fernseher sitzen und Leuten dabei zusehen, wie sie so einen komischen Dartpfeil auf so eine komische Scheibe werfen. Das ist unglaublich langweilig.
Und irgendwo mögt ihr da vielleicht auch recht haben, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie ist es doch, und keine Ahnung. Und es ist dann immer ganz lustig, wie sie sich dann aufregen, wenn sie es doch nicht geschafft haben. Und das ist ja so, es spielt ja auch noch vor einem Live-Publikum, das dann halt im Stadion, beziehungsweise das war in irgendeinem Palace in England irgendwo, dann halt, und die grölen dann immer mit und machen im Hintergrund noch so verrückte Sachen und sind verrückt angezogen. Und irgendwie finde ich es halt cool und so. Und ja, das haben wir dann halt abends immer geguckt. Am Montag, am Samstag, am Sonntag. Also, ich werde euch jetzt natürlich nicht jeden Tag einzeln erzählen. Zusammenfassend kann ich noch schnell sagen, bevor ich zu Silvester komme, dass die Woche sehr, also viel, mein Bruder hat mich sehr viel eingenommen. Der war dann halt, ja, meine Stiefmutter hat das gut ausgedrückt, der hat sich morgens wie eine Klette in meine Haare gehängt. Und ist dann abends erst wieder abgelassen, als er dann halt todmüde ins Bett gefallen ist. Also der hat die Augen aufgemacht und hat erstmal gefragt, wo ist Charlie? Kann Charlie mit mir spielen? Ist Charlie schon wach? Ich gehe Charlie jetzt wecken. Charlie! Charlie! Guten Morgen, Charlie! Guten Morgen! Naja, und dann halt hat er noch ein Spielzeug bekommen, wo er auch ein bisschen rumgezickt hatte erst. Und das hat er sich so doll zu Weihnachten gewünscht und hat er sie gekriegt. Und das war total traurig. Und letztendlich hat er sie noch gekriegt. Und das war so ein schwarzer Playmobil-Drache. Und dann hat er immer mit mir das spielen wollen. Und dann, guck mal, Charlie, der schwarze Drache kommt und der spuckt Feuer auf dich. Und du musst jetzt schreien und lauf weg. Und ja, er war dann sehr. Mein kleiner Bruder ist sehr, mach mal das, guck mal, das habe ich kaputt gemacht, mach's wieder zusammen. Und ich weiß auch nicht, also irgendwie habe ich dann auch immer kein Problem damit. Ich sage jetzt irgendwie nicht, er kommandiert mich rum oder so, ich empfinde das nicht so. Ich bin ja auch nur eine Woche da und dann mache ich halt auch mal ein bisschen das, was er sagt. Und wenn er das und das mit mir spielen möchte, dann spiele ich das und das halt mit ihm. Aber es war dann schon irgendwann ganz schön anstrengend, wenn dann so ein kleiner Knirps die ganze Zeit irgendwas von dir will. Und ja, aber das war eigentlich gar nicht so. Also, es war ungewohnt, kann man sagen, weil ich ja hier sehr allein bin. Also, im Haus ist jetzt kein kleines Kind oder so. Ich bin ja Einzelkind hier. Und meine Eltern wollen jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwas von mir. Und dann ist da die ganze Zeit ein kleiner Knirps und Charlie, Charlie! Und ja, das ist, war cool irgendwie. Also, es war dann auch recht traurig, als ich gehen musste, beziehungsweise am Tag davor, wo ja Lukas dann gesagt hat, Charlie kann doch hier bleiben und Charlie darf noch nicht gehen. Und dann meinte er auch, weil meine Stiefmutter dann gesagt hat, ja, wenn Charlie hier bleiben wollen würde, dann müssen wir ja umziehen, weil wir haben ja nicht genug Zimmer. Und dann hat er gesagt, oh, wir können doch eins ranbauen. Das war so süß, ja. Kommen wir jetzt einfach mal Hammer und noch irgendwas anderes und dann bauen wir hier ein Zimmer ran. Und dann, yeah. Und ja, das war eigentlich ganz, ganz niedlich, doch, ja. Also insgesamt fand ich die Woche doch ganz, ganz schön auch. Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, im Gesamten, wenn man sich das so ansieht, ist so, ich fahre generell nicht gerne die letzte Ferienwoche, egal welche Ferien das sind, fahre ich nicht gerne die letzte Ferienwoche zu meinem Vater, weil das Problem ist halt auch, naja, ich bin Samstag wiedergekommen und Samstag war ja dann mehr oder weniger der letzte Tag irgendwie, wo man dann halt am Samstag hätte man theoretisch lange ausschlafen können, konnte ich nicht, bin ja um 7:30 mit dem Zug gefahren. Also von daher war da nichts mit Ausschlafen. Und dann kann man noch irgendwie bis um in die tiefste Nacht aufbleiben, so nach dem Motto. Und heute ist schon Sonntag. Ich muss heute noch ganz schön viel für die Schule machen. Und morgen ist dann schon Schule. Und ja, ich hätte, wie gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, ich bin jetzt großartig erholt oder so. Ihr hört es vielleicht, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen erkältet, Schnupfen oder so. Und eigentlich, also mindestens diesen einen komischen Dreikönigetag, da hätten sie mir ja noch geben können. Also ganz ehrlich, ich brauche noch, eigentlich brauche ich noch mehr als eine Woche Ferien, aber naja, man kriegt halt nicht alles, was man will. Ja. So, zu Silvester, ja, so viel gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Mein Silvester war leider nicht so toll.
Mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage, weil die beiden wahrscheinlich zugucken. Ah, da haben wir schon drüber geredet, deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt nicht noch irgendwie und so. Es war halt so ein bisschen schade, weil ich halt extra zu meinem Vater gefahren bin, wie jedes Jahr, um mit meinem Vater und meiner Stiefmutter und mehr oder weniger meinem kleinen Bruder, der dann natürlich nicht bis um und später aufbleibt, sondern dann um 9 spätestens ins Bett geht, halt noch Silvester zu feiern, Spiele zu spielen und so. Und leider war es so, dass mein Vater sich noch einen Arbeitskollegen und seine Frau eingeladen hatte und er mir das am Telefon wohl schon gesagt hat und ich ihm das auch voll glaube, aber ich das entweder verdrängt oder nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall habe ich das dann erst wieder mitbekommen und geschnallt, als meine Stiefmutter das dann sagte, als sie mich abgeholt haben. Und da war es jetzt nur so, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sagt, ja, ihr ladet die jetzt gefälligst wieder aus oder so. Und das war dann halt ein bisschen doof, weil die waren halt auch beide ein bisschen älter und es war halt so, die haben sehr viel über ihre Arbeit geredet und dann hatten sie auch einen, ja, also die waren. Nichts gegen die Person an sich, aber ich habe mich irgendwie immer so gefühlt, als wäre so eine Spannung in der Luft gewesen und irgendwie war so der Drang da, man muss jetzt miteinander reden, aber eigentlich will man das gar nicht. Also ich weiß nicht, aber ich habe dann halt möglichst versucht, das Beste draus zu machen. Meine Stiefmutter meinte zwar, ich habe den ganzen Abend eine Fresse gezogen, aber naja. Sie meinte auch, sie haben irgendwie versucht, mit mir zu reden und ich habe das dann irgendwie nicht gemacht oder so. Aber das Einzige, was von denen irgendwie kam, war, wir haben Kniffel gespielt. Also das ist ja dieses mit den Würfeln, wo man da so einen Becher hat und dann muss man mit den Würfeln eine große Straße machen und eine kleine Straße und all sowas. Und da war dann nur ab und zu mal, oh, jetzt müssen wir mal bei Charlene gucken, ob die nicht schummelt. Und dann später war das nur noch kurz, ja, was möchtest du denn nach der Schule machen? Weißt du das schon? Ja, ich würde vielleicht gerne Jura studieren oder das und das und hier nicht noch und da nicht noch. Und dann war das so kurz, dass ich so ein bisschen im Gespräch war und dann war das irgendwie, ach ja, die Nichte von, geht die nicht, ist die nicht auch, studiert die nicht, ja, Und das war es dann auch wieder. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht großartig versucht, mit denen zu reden, weil das halt auch überhaupt nicht meine Altersgruppe gewesen ist und ich wirklich auch keine Ahnung hatte, was ich mit denen reden sollte. Deswegen, naja, war das halt an sich ein bisschen nicht so toller Start ins Jahr. Ich wollte jetzt aber auch eigentlich niemandem den Abend vermiesen, deswegen habe ich letztendlich auch nichts gesagt. Aber das hat sich ja, das haben wir jetzt geklärt, hoffentlich. Und Feuerwerk. Da mache ich das ja jedes Jahr so, dass ich im Haus bleibe, weil mir die Knaller ja zu laut sind und dann vom Haus aus halt gucke, wie die dann halt alle hochgeschossen werden und so. Was ein bisschen schade ist, jetzt so im Vergleich zum Beispiel zu meiner Freundin, die in Neubrandenburg wohnt. Die hat einen super Ausblick über ganz Neubrandenburg und hat die ganzen verschiedenen Raketen und Batterien und was man da nicht noch alles in den Himmel schießen kann, gesehen. Und bei mir war es so, ich habe es da auch alles gesehen, aber also die wohnen halt in so einer Straße und da sieht man dann auch nur diese eine Straße und das Problem ist, die ganzen Leute aus dieser einen Straße, die kaufen alle im gleichen Laden ein und deswegen ist es so, dass letztendlich jeder die gleiche Rakete hat. Also erst schießt der die blaue Rakete hoch, dann schießt der da hinten die blaue Rakete und der da auch und der da hat die auch und der auch und dann war das nachher irgendwie relativ einseitig. Also ich stelle mir das cool vor, wenn man irgendwie in New York ist oder so und dann, mal abgesehen von der Lautstärke jetzt, aber so vom Aussehen her und dann, das wäre bestimmt voll cool. Also das, boah, ja, aber an sich so, also klar, das war jetzt kein super gelungenes Silvester, aber es hätte schlimmer kommen können. Sagen wir mal, es hätte schlimmer kommen können. Und wir wissen ja jetzt, dass das nicht so gut funktioniert. Also denke ich mal, wenn sowas nochmal sein sollte, dann werde ich entweder vorher nochmal drüber informiert und werde versuchen, mir das zu merken und dann was zu sagen, wenn ich was dagegen habe. Oder vielleicht verbringe ich auch mal ein Silvester hier oder so. Also meine Mutter und mein Stiefvater, die fahren ja immer nach Heringsdorf zur Ostsee, glaube ich. Und feiern da Silvester und ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, mit denen mitzufahren, aber man könnte ja auch mal was anderes ausprobieren, keine Ahnung, mal gucken. Und ja, wie war euer Silvester so? Seid ihr gut ins Jahr 2014 reingerutscht? Ich freue mich schon auf die Schule wieder, weil ich habe immer so ein Problem damit,
mich daran zu gewöhnen, dass da jetzt wieder was anderes steht. Ich muss jetzt ja nicht mehr 01, 0, beziehungsweise 06 ist das denn ja, 01 2013, sondern 2014 schreiben. Und ich, ja, ich schaffe das irgendwie immer nicht so. Ich schreibe dann immer 2013 oder manchmal auch 2012. Und da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Also so Mitte März vielleicht könnte ich dann langsam gecheckt haben, ah, wir sind im Jahr 2014 angekommen. Wo ich dann ja auch dieses Jahr 15 werde. 15 ist ein Alter, das ist ziemlich für den Arsch, aber naja. Ich werde älter, wuhu. Und ja, ich glaube, das war es insgesamt auch schon. Also wie gesagt, war eigentlich eine gute Woche und ja, das einzige Problem so ein bisschen ist halt, dass ich gestern erst so ein bisschen geschnallt habe, dass ich noch bestimmte Sachen hätte über die Ferien machen sollen, die ich irgendwie vergessen habe zu machen. Und ja, das muss ich dann nur noch machen. In Astronomie sollten wir was machen, das muss ich noch machen. Und dann habe ich letzte Woche noch angefangen. Wir haben so ein Mathe-Arbeitsblatt bekommen. Habe ich angefangen, muss ich noch zu Ende machen. Freue ich mich schon richtig drauf. Also, ihr seht mein, ich bin, yeah, wuhu. Und naja, dann habe ich noch, wo ich die ganze Zeit dahin starre, kann ich euch ja gleich mal kurz zeigen. Sieht das irgendwie doof aus? Nee, ne? Ich habe mir noch mehr oder weniger, also bei meinem Vater war das so, da haben wir irgendwie in die Werbung geguckt, wegen was zu trinken für mich und so. Und dann haben wir gesehen, dass es im Netto einen Drucker gibt, der sehr gut aussah und der auch, also der, also ich habe ja einen Drucker haben wollt. Oh Gott. Seit der Jungweihe. Und habe dann hier eine ganze Zeit lang irgendwie von meinem Stiefvater so ein altes Schrottteil stehen gehabt, das sehr hässlich aussah und auch nur drucken konnte und nichts anderes, nur drucken. Und ich wusste, bin mir nicht mehr sicher, ob der hätte gut drucken können. Auf jeden Fall haben wir dann dafür elendig irgendwie kein Kabel gehabt und dann hatten wir ein Kabel, aber dann hatten wir keine Patronen, dann hat sich irgendwie niemand um die Patronen gekümmert und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den nie benutzt und dann hat mein Vater halt gesagt, na hier, guck mal, hier ist ein Drucker im Angebot und so und der kann halt nicht nur drucken, sondern der kann auch scannen und kopieren, glaube ich. Ja, ich denke. Und was noch eine sehr besondere Besonderheit ist, also ich habe ja jetzt mein Tablet und da habe ich ja auch KingOffice installiert. Vielleicht installiere ich auch irgendwann mal was anderes. Auf jeden Fall schreibe ich damit auch meine Rezensionen, wenn ich denn Rezensionen irgendwie von unterwegs schreibe oder so. Ich habe auch schon Rezensionen angefangen und andere Sachen, die könnte ich ja dann auch. Also es wäre ja, also wenn ich jetzt hier das auf diesem KingOffice mache, dann heißt es ja nicht gesagt, dass ich das überhaupt auf den Computer ziehen kann und ob er das überhaupt anerkennt. Deswegen wäre das natürlich cool gewesen, ja, wenn man das hiervon schon irgendwie drucken könnte. Und der Drucker, den ich jetzt hier auch zu stehen habe, wie man sich schon denken kann, der druckt halt auch von diesem Tablet. Also wir haben auch schon, also das hier ist irgendwie dieses komische Testblatt, was da immer rauskommt. Also das ist irgendwie recht scharf und keine Ahnung und bla bla bla. Und dann habe ich hier diese Seite von meinem Tablet. Das ist ja dieses KingOffice. Das ist nur diese, wie man KingOffice benutzt irgendwie. Und das ist ein bisschen verpixelt. Aber da muss man bestimmt irgendwas noch einstellen. Man kann es auf jeden Fall lesen. Aber ihr seht ja, es ist ein bisschen verpixelt. Aber sonst die Farbdarstellung und so, also an sich ganz gut. Es ist ein Drucker mit Einzelpatronen, also da habe ich keine zwei Patronen, also eine Patrone für schwarz und eine für bunt, sondern ich habe eine Patrone für schwarz, eine für blau, eine für gelb und eine für rot, glaube ich. Ja, und das kann Vorteile haben, das kann Nachteile haben. Auf jeden Fall hat der Drucker an sich viele Vorteile, besonders das mit dem Tablet, dass ich das Wi-Fi drucken kann. Ich kann das über die App, Epson iPrint oder so, kann ich das printen, drucken und dann kann ich das noch per E-Mail da irgendwie ranschicken wohl. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktionieren soll. Und dann druckt ihr das irgendwie auch aus. Auf jeden Fall ist das voll cool. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, den hier zu haben. Ich kann ja mal gucken, ob ich euch den zeigen kann. Das Licht ist ja wieder so super hier. Meine Kamera kann ich leider nicht großartig weiter zurückziehen. Also das ist das schöne Stück und ich kann ja mal gucken, oh, dieses
koordinieren. Also hier ist ja, ne, klar, scannen und kopieren und so und da oben und da unten kommt es raus und bla 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 von Epson und da Wi-Fi und Anknopf und bla 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 und Epson Drucker und ja. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden und bis jetzt habe ich auch noch nicht viel gedruckt. Also ich darf auch noch nicht so viel drucken, weil wir haben es jetzt nur diese Patronen da drin, die halt mitgeliefert sind und die sind, glaube ich, insgesamt kleiner als die normalen Patronen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, wie viel Blatt ich damit drucken kann, deswegen will ich da jetzt lieber noch nicht so viel mit drucken, bis ich nicht irgendwelche anderen Patronen im Petto habe, weil das Problem an diesen Einzelpatronen ist, dass meine Stiefmutter hat das auf jeden Fall gesagt, die hat in meinem Büro im Autohaus gearbeitet, der sagte, den einen Tag gelb ist alle und das ist an sich dann gut, dass du Einzelpatronen hast, weil du kannst gelb nachfüllen. Und bei einer bunten Patrone sagt er dir, gelb ist alle und du musst die komplette Patrone wechseln. An sich ist das wieder gut. Das Problem ist, am nächsten Tag, wo du dann gerade gelb gekauft hast und gelb ausgewechselt hast, sagt er dir dann auf einmal, rot ist alle. Dann kannst du wieder nicht drucken. Deswegen hat mir meine Stiefmutter auch empfohlen, dass ich immer irgendwie komplett alle Patronen parat habe. Und wenn er dann mal sagt, gelb ist alle, dass ich die Patrone dann nachfülle und sofort ein komplett neues Patronendings, also dass ich dann wieder alles habe. Und ja, deswegen mal sehen, wie das jetzt also geht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt endlich einen Drucker habe. Weil früher war das immer noch so, dass mein Stiefvater halt der Einzige war, der hier drucken konnte. Und ich konnte bei ihm nicht drucken, weil er irgendeine Sperre reingemacht hat, damit ich nicht drucken kann. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ja, war es dann immer so, ja, du musst mir vor 20 Uhr Bescheid sagen, sonst drucke ich nichts mehr und keine Ahnung. Und jetzt ist es scheißegal, jetzt kann ich schön selber drucken, auch noch um 10. Und das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, das war's dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht und so. Ihr wisst ja, wie das so ist. Und ich hoffe, es ging auch einigermaßen. Mir ist gerade ein Gummi gerissen. Es hört sich falsch an, ich weiß, aber von meiner Zahnspange. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ein bisschen krank schon wieder. Mal wieder, hoffentlich geht das bald wieder weg. Deswegen bin ich nicht so quietsch wie sonst immer in meinen Videos. Ich gucke mal, was nächste Woche so für Videos kommen. Also eigentlich müsste ich theoretisch noch die Neuerscheinung für den Monat Januar drehen. Aber weil jetzt sowieso schon 6. ist und ich das natürlich jetzt nicht geschafft hatte, weil ich hier die Woche nicht da war und bla bla bla, würde ich sagen, fange ich das neue Jahr dann halt erst wieder an mit den Neuerscheinungen im Februar. Hoffe, das stört euch nicht. Und dann habe ich noch ein paar Tags abzudrehen. Mal sehen, ob ich die heute mache. Und ja, also wie immer, falls ihr irgendwelche Videovorschläge oder Videowünsche habt, falls ich euch mal irgendwas zeigen soll, irgendwie, keine Ahnung, ihr sollt euch das ja wünschen. Ich will euch das ja nicht vorsetzen. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mir, wie euer Silvester so war generell. Habt ihr noch Ferien? Nehmt ihr mich zu euch, damit ich auch noch Ferien habe? Einfach gehe ich am Montag nicht zur Schule und sage, ich habe gedacht, ich habe frei. Hups. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen... Naja. Ja, also, wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Tschüss. Hallo und willkommen in der ersten Endcard für das Jahr 2014. Unter mir findet ihr meine letzten beiden Videos. Das ist dann mein letzter Vlog und das andere weiß ich nicht. Könnte irgendeine Topliste sein. Vielleicht die Topliste mit den Büchern. Mal sehen, keine Ahnung. Unten in der Infobox findet ihr meine Social Media Links. Das wären Facebook, Instagram und mein Blog, wo ich meine schriftlichen Rezensionen und so mache. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Eine tolle erste Schulwoche für alle, die genauso wie ich leider schon wieder Schule haben. Eine schöne Restferienwoche für alle, die noch Ferien haben. Und einen schönen Drei Könige da für die Leute, die das noch haben. Und ich will das auch. Ja, okay. Bis zum nächsten Video.